Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 20. Oktober, hier bei Grottmar TV. Es grüßt wieder Christian Kamara und wir wollen heute am Dienstagmorgen auf die Märkte schauen. Einige Yen-Pairs schossen hier schon buchstäblich nach oben. Also eine gewisse Yen-Schwäche war hier klar zu definieren, ist zu erkennen. British Pfund auch mal im Auge behalten dahingehend. Sieht ganz interessant aus. Gerade British Pfund Yen, British Pfund US-Dollar an interessanten Marken. Wir hatten ja gestern das britische Pfund schon beliebäugelt und heute soll hier der Euro gegenüber dem britischen Pfund im Fokus stehen und dazu bei diesem Währungspaar gern mal auf den Wochenchart mal geschaut. Da sehen wir hier diese große Situation, dass die runde Marke von 0,70, auch das wissen Sie als steter Zuschauer, dass genau dieses Level hier unlängst zu einer Unterstützung formierte. Dieses Level war einst ein Widerstand aus früheren Jahren, ist schon sehr, sehr lange her. Hier mit dem Ausbruch im Jahr 2007 hat sich dieses Level praktisch verabschiedet. Und jetzt, viele, viele Jahre später, wurde genau dieses Niveau, was hier einst eben der Widerstandsbereich war, als Unterstützung bestätigt. Und tatsächlich konnte der Markt hier nach einem starken Ausverkauf, wir sehen hier, dass der Euro gegenüber dem britischen Pfund seit Mitte 2013 gehörig unter die Räder geriet. Ähnlich natürlich wie Euro-US-Dollar, die allgemeine Euro-Schwäche also genau auch hier zu sehen. Und das britische Pfund wirkte sich hier entsprechend aus. Letztlich haben wir bei 0,70 die Stabilisierung gesehen, starke Erholung. Diese Woche, beziehungsweise wir sind hier im Monatschart, dieser Handelsmonat August, deutlich von diesem Level nach oben abgeprallt. Dann der September eher verhalten. Und jetzt sehen wir hier im laufenden Handelsmonat Oktober ja ein Stück weit Ernüchterung bislang. Unterhalb dieser Trendlinie ganz interessant. Also diese Abwärtstrendlinie lässt sich hier seit den 2013er Hochs in den Chart ziehen. Hier einige Anlaufpunkte im Frühjahr 2014, insbesondere Bestätigung hier Ende 2014. Und dieses Niveau ist es vor, beziehungsweise an dem der Preis jetzt hier sozusagen abgedreht hat. Wir haben auch hier so einen kleinen Horizontalwiderstand, aber wirklich marginal. Umso wichtiger, wenn dieses Level nach oben gebrochen werden würde, also Preise über 0,75 deuten dann hier eine weitere Aufwertung an. Doch scheint es noch nicht an der Zeit mit der aktuellen Schwäche. Und da gehen wir jetzt mal vom Monatschart in den Tageschart direkt. Hier auch die Bodenbildung im Tageschart hier über die Sommermonate mit einer inversen Schulterkopf-Schulter, zumindest der Anmutung einer solchen. Letztlich hier eine Aufwärtsbewegung seither. Wichtige Levels wurden hier Step by Step überwunden und jetzt haben wir hier das Level 0,7430, 0,7440. Diese Horizontalzone auch hier wieder ableitbar seit Anfang des Jahres. Eine Price Action Zone, die hier zuletzt auch im Mai getestet wurde, sehr deutlich. Dann gab es hier Versuche im August und jetzt eben unlängst hier während der vergangenen Handelswoche und auch in der Vorwoche davor, also hier speziell im Oktober, eine wahre Price Action genau in diesem Bereich. Und jetzt ist natürlich die Gretchenfrage, wie geht das Ganze dann hier letztlich noch aus, beziehungsweise wie geht es weiter? Grundsätzlich lässt sich jetzt hier erstmal feststellen, dass der Markt ja deutlich unter Druck geraten ist mit dem Versuch, diesen Widerstand hier zu brechen. Hängt natürlich auch mit der Stärke des britischen Pfunds in dem Kontext dann zusammen. Also der Euro hielt sich ja relativ gut, beziehungsweise konnte auch aufwerten. Aber unlängst jetzt, und das sehen Sie ja sehr deutlich, hat der Markt hier relativ deutlich nachgegeben und hat jetzt auch diese Unterstützung bei 0,7350, 0,7345, diese Horizontalunterstützung mit der gestrigen Schwäche aufgegeben. Das ist kurzfristig kein gutes Zeichen. Das deutet kurzfristig weitere Verluste an. Rein technisches Potenzial lässt sich hier bis 0,7270 etwa ableiten. 0,7265. Dieses Niveau erscheint hier auf jeden Fall erreichbar. Hier hatten wir wieder eine Price Action Zone. Das heißt, hier könnte sich der Euro gegenüber dem britischen Pfund durchaus stabilisieren, um dann wieder eine Attacke nach oben zu starten. Aber das kurzfristige Bild ist hier ganz klar bärisch. Also insofern dieser Abwärtstrend hier durchaus sehr steil und ob dieser sich in seiner Art und Weise durchsetzt, bleibt mal abzuwarten. Aber wir haben die Situation, dass hier der Markt relativ nach unten gedrückt zu werden scheint und hier, wie gesagt, noch ein Stück weit Luft nach unten ist. Kurzfristig, wie gesagt, 0,7270, 0,7265 durchaus interessant. Es könnte dann auch darüber hinaus noch zu tieferen Rücksetzern kommen, die dann sogar bis in den Bereich 0,7150 führen könnten mit Blick auf mehrere Tage. Nur das muss ich, wie gesagt, erstmal zeigen, ob hier wirklich die bärische Kraft so durchschlägt. Aber grundsätzlich haben wir hier im Stundenchart auch nochmal die Aufgabe des Levels 0,7350, 0,7340, eben diese Zone. Das heißt, aus diesem einzelnen Unterstützungslevel wird bzw. ist jetzt ganz klar eine negative Widerstandslinie geworden.
unter der der Preis grundsätzlich Short zu bevorzugen bleibt. Ich will gerade noch mal die Saisonalität vom Chart hochladen. Dann können wir uns das auch gleich noch mal anschauen. Aber vorab mal zum Wochentag. Heute Dienstag 47% positive Schlusspreise, insbesondere der Mittwoch ein sehr, sehr schwacher Tag. Sie sehen hier der Mittwoch deutlich im negativen Terrain mit nur 35% positiver Schluss, also Schlusspreise auch hier ein Tag, an dem man sicherlich, ja, wenn man Short sucht, in einer guten Konstellation ist, die eben hier weitere Preisrücksätze durchaus begünstigen kann. Rein von der Saisonalität, bevor wir in den Intraday-Chart nochmal gehen, haben wir hier auch eine kurzfristige Schwäche vor der Haustür. Da sehen wir sehr deutlich, dass hier grundsätzlich weitere Preisrücksetzer nicht ausgeschlossen werden können. Also saisonal gibt es hier auch einen Rückenwind mit diesem bärischen Bias, mit dieser bärischen Konstellation. Und jetzt muss ich eben mal zeigen, ob der Preis hier tatsächlich nach unten wegklappt oder hier eben eine Stabilisierung versucht. Der Wochentag heute, wie gesagt, leicht bärisch, wie im Prinzip alle Wochentage. Wir sehen hier einen übergeordneten Abwärtstrend, der sich natürlich dann auch hier entsprechend negativ darstellt. So, nochmal in den Intraday-Chart-Stunde. Hier, wie gesagt, das Widerstandslevel, das machen wir jetzt mal rot. Und hier der Ausverkauf von gestern, klare Verkaufs Bestätigung. Und jetzt ist eben hier, so haben wir gesehen, eine leichte Stabilisierung im asiatischen Handel zu sehen gewesen. Sehr, sehr marginal. Das Währungspaar hat aktuell auch nur 14 Pips bislang zurückgelegt. Also das ist eine sehr, sehr enge Range. Hier haben wir heute schon einen Spike nach unten gesehen mit einem neuen Tagestiefversuch. Grundsätzlich, wie gesagt, das Momentum jetzt hier ganz klar negativ eingedreht. Und das sieht man auch hier sehr schön, muss ich mal rüberziehen, in der Rainbow-Struktur, wo auch hier ein kurzfristiger Short seine Erleuchtung sucht. Wir sind hier aus der Asia-Range noch nicht wirklich rausgebrochen, ist sehr spekulativ angesetzt, keine Frage, enge Range, aber hier eben auch nach unten sehr schönes Potenzial. Wir sehen hier den negativ aufgefächerten Rainbow während der letzten Tage, ganz klar negatives Momentum. Es gibt natürlich auch solche Tage wie eben hier der Freitag, wo letztlich nicht viel passiert. Gestern mit dem Ausbruch aus der Asia-Range ging es deutlich nach unten und mit Aufgabe der Unterstützung und hier eben Unterschreitung des Vorwochentiefs heute unterhalb des Pivot-Levels kann es hier durchaus zu weiteren Verlusten kommen. Stopp könnte man auch ein Stück weit konservativer über das Pivot-Level setzen, doch enger Stopp, gutes Chance-Risiko-Verhältnis, eher dann vielleicht sogar, wenn man ausgestoppt wird oder werden sollte, vielleicht nochmal reingehen. Hier nach unten, die True Range lässt sogar direkt das Potenzial bis 0,7275 zu. Das wäre sozusagen der erste Widerstand, besser gesagt die erste Unterstützung auf Tagesbasis, die der Preis hier erreichen könnte, wenn er denn hier nach unten wegklappt in diesem Bereich. Vortagestief wäre jetzt erstmal erstes Ziellevel, um den darunter aufbauen, vielleicht sogar dann eben hier die Average True Range auszuarbeiten. Man darf sehen, was passiert. Der Preis ist derzeit ein Stück weit zäh. So richtig was passiert jetzt hier noch nicht, aber auch Hintergrund erst 14 Pips gelaufen. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Da muss man aufpassen, was die Wolle noch macht. Wir haben ja heute rein newsbedingt, nochmal den Chart drüber schieben, auch um 10 Uhr was zu erwarten. Und zwar hier. Kommt ja einiges rein. Moment, das war der Donnerstag. Da dürfen wir uns auf die EZB freuen. Alle Europäer aufgepasst. Aber heute hier eben dann 10 Uhr Leistungsbilanz. Da wird es nochmal spannend in Sachen, wie hier die Eurozone dasteht. Das kann hier sicherlich auch Euro stimulierend oder Euro drückend wirken. Ansonsten sehen Sie, haben wir heute hier nicht wirklich so viel Relevantes auf der Agenda stehen. Der Fokus liegt ganz klar in dieser Woche auf Donnerstag hier für alle Europäer. Da wird es dann wieder spannend. Da ist dann wieder EZB-Zinsevent und man darf mal gespannt schauen, was Super Mario uns dann zu sagen hat. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es im Prinzip gewesen für den heutigen Devisenradar. Ich sage erstmal Danke fürs Dabeisein. Wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag, ein glückliches Händchen bei allem, was Sie angehen. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.